musst du eben auch wirklich darauf geschult sein, als Mensch, der mit Kindern arbeitet. Und das ist der Sinn dieser Präventionsschulung. Also bei den Präventionsschulungen, die wir machen, die eben mit Kindern arbeiten, da geht es weniger darum, dass du nicht zum Täter wirst, so, sondern dass du eben vor allen Dingen erkennst, woran kann ich grob festmachen, dass ein Kind ein Problem hat. Deshalb, was halt nicht passieren darf, ist dieses, ja, aber die Eltern, die wirken doch immer so nett. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei denen. Ja, ich meine, das ist halt das, was du in den Medien mitkriegst, ne? In den Medien kriegst du am ehesten die Entführungsfälle mit, die denn teilweise von außen sind. Also ich sag mal gerade die... Ja, was kommt denn groß in den Medien? Leute, die tatsächlich sich an mehreren Kindern vergangen haben. So, und da dementsprechend nicht diese Vertrauensbeziehung hatten. Ich glaube, das macht einfach viel diesen Bias aus, ne? Was in den Medien gezeigt wird. Ja. Plus das Übliche, das gibt es hier gar nicht. Also woanders wird Kindern Böses angetan, aber hier bei mir nicht. Das wüsste ich ja. So, also es ist... Es ist immer eine ähnliche Problematik. Ja, wenn es sowas in der Familie gibt oder sonst was,